Guten Abend und herzlich willkommen zu den TVP World Nachrichten in deutscher Sprache. Heute fand eine weitere Sitzung des polnischen Parlaments statt. Die polnischen Gesetzgeber diskutierten über Rehabilitation, Sportstipendien, Blutspenden, Sozialversicherung und öffentliche Medien. Das Parlament erörterte auch einen Entschließungsentwurf. In diesem wird an den an der polnisch-belarussischen Grenze stationierten Soldaten und Grenzschutzbeamten Anerkennung gezollt. Die belarussische Regierung führt dort seit 2021 einen hybriden Krieg und schickt Hunderte illegaler Migranten aus dem Nahen Osten, Afrika und Asien, um die polnische Grenze zu stürmen. Im Juni starb ein polnischer Soldat, nachdem er an der Grenze von einem Migranten niedergestochen worden war. Diese Sitzung ist die letzte vor der Sommerpause. Gestern versammelten sich hunderte Menschen vor dem polnischen Parlament. Sie protestierten gegen die kürzlich gescheiterte Abstimmung über die Lockerung der Abtreibungsbestimmungen. Unser Reporter Kazimierz Wysiak war dabei. Polen hat eine der restriktivsten Abtreibungsregelungen in ganz Europa, die von der früheren konservativen Regierung der PiS-Partei eingeführt wurde. Nun hat die neue Koalition der Zentralliberalen den Wählern versprochen, diese Beschränkungen zu lockern. Dies ist jedoch an nur 3 Stimmen gescheitert. Die hier Anwesenden sind größtenteils Mitglieder des polnischen Frauenstreiks und haben sich hier versammelt, um ihre Unzufriedenheit über die gescheiterte Abstimmung zum Ausdruck zu bringen. Die Regierungskoalition sagt, sie müsse sich wieder an den Verhandlungstisch setzen, um zu entscheiden, wie es weitergehen soll. Vielleicht ein Referendum, vielleicht ein anderes Gesetz zur Abtreibung. Aber im Moment sind die hier versammelten Menschen äußerst unzufrieden mit der Regierungskoalition und der gescheiterten Abstimmung über die Lockerung der Abtreibungsrechte in Polen. In einem Interview bei TVP World erklärte Marta Lempart vom polnischen Frauenstreik, die Organisation werde sich weiterhin für eine Reform des Abtreibungsgesetzes einsetzen. Das Thema werde auch in künftigen Wahlkämpfen eine wichtige Rolle spielen. Ich glaube, sie denken, dass der Premierminister einfach nichts tun wird, in der Hoffnung, dass es einfach aufhört und stirbt. Ich bin überrascht, denn sie haben uns 8 Jahre lang kämpfen sehen. Ich verstehe dieses Denken nicht, dass wir eines Tages einfach aufhören könnten. Wir werden niemals aufhören. Wir werden immer da sein. Wir werden immer Ärger machen. Bei Präsidentschaftswahlen wird es um Abtreibung gehen, dafür sorgen wir. Und bei den Parlamentswahlen wird es auch um Abtreibung gehen. Und dafür werden wir auch sorgen. Und alles andere, was immer möglich, wird sich um Abtreibung drehen. Dafür werden wir sorgen. Das ist also eine große politische Dummheit, zu glauben, dass es irgendwann einfach aussterben wird. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba ist zum ersten Mal seit Beginn der russischen Invasion 2022 in China. Kuleba hat sich mit seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi getroffen, um über Wege zu einem fairen Frieden in der Ukraine zu sprechen. Peking hat die russische Invasion nicht verurteilt und hat seine diplomatischen und geschäftlichen Beziehungen zu Moskau seit 2022 verstärkt. China hat an dem von der Ukraine organisierten Friedensgipfel im Juni in der Schweiz nicht teilgenommen und kritisiert, dass das Format Russland ausschließt. Peking hat sich für einen baldigen Waffenstillstand und eine politische Lösung in der Ukraine eingesetzt. Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums erklärte, Peking unterstütze einen internationalen Konsens zur Beendigung des Konflikts. Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius traf heute in Berlin mit seinem britischen Amtskollegen John Healey zusammen. Diese Reise ist der erste Besuch von John Healey in Deutschland als britischer Verteidigungsminister. Pistorius empfing Healey mit militärischen Ehren. Die beiden sprachen über die weitere Zusammenarbeit zwischen ihren Ländern, da sowohl Deutschland als auch Großbritannien enge NATO-Verbündete sind und ihr Interesse an einer Vertiefung ihrer Partnerschaft bekundet haben. Der britische Premierminister Keir Starmer ist ebenfalls bestrebt, einen Sicherheitspakt mit der EU zu unterzeichnen, obwohl Großbritannien nicht mehr Teil der Union ist. Die Strafverfolgung und Inhaftierung 2 westlicher Journalisten durch Russland nährt Spekulationen. Moskau plant womöglich einen Gefangenenaustausch mit den USA und Deutschland. Wall Street Journal-Reporter Evan Gershkovich wurde wegen Spionage zu 16 Jahren, die Radiojournalistin Alzu Kurmaschewa zu über 6 Jahren Haft verurteilt. Die russisch-amerikanische Radiojournalistin Alzu Kurmaschewa wird im Gefängnis eines russischen Gerichts festgehalten. Am Montag wurde bekannt, dass sie letzte Woche für 6,5 Jahre inhaftiert worden war, weil sie falsche Informationen über die russische Armee verbreitet hatte.
Ebenfalls wurde der US-Reporter Evan Gershkovich am vergangenen Freitag zu 16 Jahren Haft in einer Strafkolonie verurteilt, nachdem er der Spionage überführt worden war. Sein Fall wurde unerwartet vorgezogen und im Eilverfahren verhandelt. Es wird vermutet, dass die beiden Reporter von Wladimir Putin bei einem Gefangenenaustausch als Schachfiguren eingesetzt werden könnten. Die russische Zivilgesellschaft im Exil ist empört. Diejenigen, die aktiv sind und die Ereignisse verfolgen, verstehen das Spiel von Herrn Putin. Sie wissen, dass sie Geiseln sind und dass sie ausgetauscht werden sollen. Beobachter gehen davon aus, dass der Austausch wahrscheinlich gegen den Auftragskiller Vadim Krasikov erfolgen würde. Er sitzt wegen der Ermordung eines tschetschenisch-georgischen Dissidenten im Exil vor 5 Jahren in einem deutschen Gefängnis. Der Richter sagte, der Mordauftrag muss vom russischen Präsidenten gekommen sein. Es wird vermutet, dass Putin für Krasikows Rückkehr kämpft, um dessen Loyalität zu seinem inneren Kreis zu demonstrieren. Er muss seinen Kumpanen zeigen, dass er der zentrale Bestandteil des gesamten Systems ist. Deshalb wird er sich für Herrn Krasikow einsetzen. Putin hat erklärt, er sei offen für die Idee eines Austauschs von Gershkovich und habe bereits Kontakte zu den Vereinigten Staaten geknüpft. Nach den Scheinprozessen der letzten Tage werden westliche Politiker den Preis eines Gefangenenaustauschs mit Russland abwägen. Mit dem Rückzug Joe Bidens aus dem Präsidentschaftswahlkampf ist es an der Zeit, sein Vermächtnis als 46. Präsident der USA zu bewerten. Während einige Experten der Meinung sind, dass seine Bilanz beeindruckend ist, wird sein politisches Vermächtnis möglicherweise nicht so positiv in Erinnerung bleiben. Heute ist der Tag Amerikas. Heute ist der Tag der Demokratie. Ein Tag der Geschichte und der Hoffnung, der Erneuerung und der Entschlossenheit. Joe Biden übernahm das Ruder in Washington auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie. Er sorgte für eine reibungslose Verteilung des Impfstoffs und setzte eine Reihe von Hilfspaketen durch. Infolgedessen erholte sich die Wirtschaft in den USA schneller als in anderen entwickelten Ländern. Es ist wichtig, dass wir arbeitende Familien und Unternehmen jetzt sofort entlasten. Die russische Invasion in der Ukraine im Februar 2022 ließ die Lebensmittel- und Gaspreise weltweit in die Höhe schnellen. Bidens Inflation Reduction Act hatte nur geringe Auswirkungen auf die Inflationsraten, wirkte sich aber äußerst positiv auf andere Aspekte der US-Wirtschaft aus. Hierzulande geht die Inflation zurück. Die Benzinpreise sind seit ihrem Höchststand um 1,50 Dollar gesunken. Die Lebensmittelinflation geht zurück. Zwar nicht schnell genug, aber sie geht zurück. Die Inflation ist in den letzten 6 Monaten jeden Tag gesunken, während die Gehälter gestiegen sind. Biden hat sich auch sehr für die erneute Industrialisierung eingesetzt, um Produktionsabläufe wieder vermehrt in die USA zu holen. Dieser Wandel des amerikanischen Wirtschaftsmodells ist zwar noch im Gange, hat aber bereits den Lebensstandard vieler lokaler Gemeinden verbessert. Bidens politisches Vermächtnis ist viel schwieriger. Obwohl es Trumps Entscheidung war, hat die Regierung Biden den chaotischen Abzug aus Afghanistan überwacht. Er wird auch mit dem Versagen bei der Eindämmung der Grenzkrise und der wachsenden illegalen Einwanderung in Verbindung gebracht. Auch das Versäumnis, das Recht auf Abtreibung gesetzlich zu verankern, bleibt für Demokraten ein zentrales Ärgernis der beiden Ära. Bidens starke Unterstützung für Israels Krieg in Gaza hat auch viel Kritik von Wählern der Demokraten auf sich gezogen. Eine Gruppe sagt, ehrlich gesagt, es ist egal, was sie von jetzt an tun. Was sie getan haben, ist in meinen Augen disqualifizierend. In Europa wird man sich an Biden als engen Kriegsverbündeten der Ukraine erinnern, als einen Präsidenten, der die herzlichen Beziehungen zwischen Washington und der EU wiederherstellte. Bei einer Kundgebung in Milwaukee betonte Kamala Harris gestern Abend, dass sie mit Donald Trumps Verhalten vertraut sei. Aus ihrer früheren Tätigkeit habe sie Erfahrungen im Umgang mit Betrügern, Sexualstraftätern und Hochstaplern. Bevor ich Vizepräsidentin und Senatorin der Vereinigten Staaten wurde, war ich Generalstaatsanwältin des Staates Kalifornien und davor war ich Staatsanwältin vor Gericht. In diesen Funktionen habe ich es mit Straftätern aller Art zu tun gehabt. Sexualstraftäter, die Frauen missbrauchten, Betrüger, die Verbraucher abzockten, Hochstapler, die die Regeln zu ihrem eigenen Vorteil brachen. Hören Sie mir also zu, wenn ich sage, dass ich Donald Trumps Typ kenne. Wir werden Donald Trumps extreme Abtreibungsverbote stoppen. Wir trauen Frauen zu, selbst über ihren Körper zu entscheiden und sich nicht von der Regierung vorschreiben zu lassen, was sie zu tun haben. Gestern äußerte sich der ehemalige stellvertretende polnische Außenminister Marcin Przydacz bei TVP World zu den isolationistischen Tendenzen des republikanischen Vizepräsidentschaftskandidaten J.D. Vance. Przydacz wies darauf hin,
Diese könnten eine diplomatische Herausforderung für die polnischen und europäischen Behörden darstellen. Wir waren noch nie Fans von amerikanischen Isolationisten. Ich stimme Ihnen zu, dass es bei J.D. Vance einige Anzeichen dieser Philosophie gibt. Deshalb besteht die wichtigste Aufgabe für uns, für unsere Regierung, aber auch für die Opposition darin, auf diese Leute, auf J.D. Vance zuzugehen und sie irgendwie davon zu überzeugen, dass die europäische Verteidigung auch sehr stark mit der Sicherheit der USA verbunden ist. Warum es unsere gemeinsame Aufgabe ist, für Europa und für die USA. Ich glaube aber auch, dass J.D. Vance im Moment noch kein Experte für Außenpolitik ist. Vielleicht können wir ihn überzeugen, ihm einige Fakten präsentieren und ihn auf unsere Seite ziehen. Ich stimme zu, dass es einige Bedenken gibt. Aber genau darum geht es in der Diplomatie, andere Partner zu überzeugen. Heute spricht der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu vor dem amerikanischen Kongress in Washington, D.C. In den vergangenen Tagen waren die öffentlichen Spannungen innerhalb der USA groß. Grund sind die geteilten Meinungen über die Beziehungen zu Israel. Mehrere US-amerikanische Gesetzgeber wollten Netanyahus Rede vor dem Kongress boykottieren. Während er um Unterstützung wirbt, sieht sich Netanyahu mit dem Vorwurf konfrontiert, ein Kriegsverbrecher zu sein und nicht im Kongress willkommen zu sein. Vor seiner Rede traf sich Netanyahu mit dem Sprecher des Repräsentantenhauses und dem Mehrheitsführer des Senats zusammen. Sein Besuch fällt in eine Zeit angespannter Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Israel. Diese sind auf Netanyahus Umgang mit dem Konflikt zwischen der IDF und den Hamas-Terroristen im Gazastreifen zurückzuführen. Es ist das erste Mal, dass Biden Netanyahu in Washington empfängt, seit die jüngste Amtszeit des Premierministers Ende 2022 begann. Das letzte Mal trafen sich die beiden, als Joe Biden nach dem Angriff der Hamas Anfang Oktober letzten Jahres nach Israel reiste. Zurück nach Europa. In einem Fernsehinterview bekräftigte Emmanuel Macron seine Einladung an israelische Athleten, an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Der französische Präsident verurteilte jegliche Drohungen gegen israelische Sportler und Zuschauer. Israelische Sportler sind in unserem Land willkommen. Sie müssen in der Lage sein, unter ihren Farben anzutreten. Denn das hat die olympische Bewegung beschlossen. Und das werden sie. Frankreich hat die Aufgabe, für ihre Sicherheit zu sorgen. Ich verurteile auf das Schärfste all jene, die diese Athleten in irgendeiner Weise gefährden und sie implizit bedrohen. Wird Benjamin Netanyahu bei der Eröffnungsfeier am Freitag anwesend sein? Ich glaube nicht, dass er seine Anwesenheit bestätigt hat. Was die Sicherheit der israelischen Athleten anbelangt, so haben wir volles Vertrauen in die französischen Behörden. Sie arbeiten sehr akribisch, sie arbeiten sehr professionell. Sie arbeiten mit 180 anderen internationalen Geheimdiensten zusammen. Der Yachthafen von Marseille, Ausgangspunkt aller olympischen Segelwettbewerbe, ist Berichten zufolge kontaminiert. Derzeit können ihn weder Anwohner noch Athleten nutzen. Das Liegen an den Stränden in der Nähe des Yachthafens ist weiterhin erlaubt, das Baden jedoch nicht. Starke Regenfälle am Wochenende haben in Marseille zu einer bakteriellen Verseuchung geführt, so dass das Meerwasser in Küstennähe nicht mehr zum Baden geeignet ist. Heute haben wir Pech, denn das Meer ist verseucht. Der Regen, der vor 3 Tagen gefallen ist, hat die Flüsse überflutet und das ganze Wasser ist dann ins Meer geflossen. Ich konnte nicht schwimmen, weil das Meer offenbar verseucht ist. Das ist ein bisschen enttäuschend, aber so ist die Situation. Wir werden nicht schwimmen. Der erste Segelwettbewerb beginnt am Sonntag. Die ersten Medaillen werden am 1. August vergeben. Für mich sind die Vorbereitungen nicht wirklich sichtbar, außer hier, wo die Tribünen gerade aufgebaut werden. Es sind nur noch ein paar Tage bis zum Beginn der Olympischen Spiele. Der Hafen am Rande von Marseille erwartet 330 Athleten, die in den 10 Segelwettbewerben um Medaillen kämpfen. Auf den Philippinen hat Taifun Gaemi vermutlich mindestens 12 Todesfälle gefordert. Heftige Regenfälle und Windböen von fast 230 Kilometern pro Stunde haben weite Teile des Archipels verwüstet. Zahlreiche Erdrutsche und örtliche Überschwemmungen, die durch den Taifun Gaemi verursacht wurden, haben 600.000 Menschen gezwungen, ihre Häuser zu evakuieren. Die Bewohner warteten durch hüfthohe Fluten, um sich in Sicherheit zu bringen. Andere harrten in provisorischen Booten aus, um gerettet zu werden. Obwohl saisonale Monsunregen in der Region üblich sind, bezeichnen Experten diesen als den stärksten seit Jahren. In Taipei sind Zehntausende von Soldaten in Bereitschaft, da der Taifun auf Taiwan zusteuert.
Schulen, Büros und Finanzinstitute wurden in Vorbereitung auf eine mögliche Katastrophe geschlossen. Das war der Nachrichtenüberblick aus Warschau. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend.